In diesem Video wird die Umsetzung des Leitfadens für den Einsatz von Spielen in der Vorlesung beispielhaft am Hörsaalspiel Activity erklärt. Das Spiel wurde auf der Grundlage der Ergebnisse von 5 schriftlichen Befragungen mit mehr als 600 Studierenden sowie 17 Experteninterviews mit Dozierenden und Studierenden verschiedener Hochschulen entwickelt. Es ist für alle Fächer geeignet. Im Hörsaalspiel Activity soll eine vertiefte Auseinandersetzung mit Fachbegriffen erfolgen. Außerdem sollen mit dem Spiel Zusammengehörigkeitsgefühl, Interaktion und Zusammenarbeit zwischen den Studierenden gefördert werden. Die folgende Vorgehensweise orientiert sich am Leitfaden für den Einsatz von Spielen in der Vorlesung. Stellen Sie zuerst den thematischen Bezug zwischen Vorlesung und Spiel her, indem Sie sich Fachbegriffe zum aktuellen Thema der Vorlesung notieren. Das Hörsaalspiel erfüllt die didaktischen Funktionen Einführung in das Vorlesungsthema, Motivation, Festigung und Kontrolle. Das Spiel kann deshalb variabel im zeitlichen Verlauf der Vorlesung eingesetzt werden. Das Hörsaalspiel Activity ist dem Genre Wissensspiel zuzuordnen und wird in der Sozialform Gruppenspiel durchgeführt. Sie benötigen lediglich Würfel, Stoppuhr, Klingel sowie Tafelkreide und die Studierenden Zettel und Stift. Bereiten Sie mindestens 2 Beispiele mit darstellbaren Fachbegriffen vor. Mit der Vergabe einzelner Rollen an die Studierenden schaffen Sie Möglichkeiten zur aktiven Mitarbeit. Das Hörsaalspiel enthält die Elemente Wettbewerb, Zufall und Bewegung. Leiten Sie nahtlos von der Vorlesung zum Spiel über, indem Sie einen Fachbegriff aus dem aktuellen Thema der Vorlesung an das Whiteboard projizieren oder an der Tafel notieren. Würfeln und erläutern Sie, dass der Begriff bei einer 1 oder 2 pantomimisch, bei einer 3 oder 4 grafisch und bei einer 5 oder 6 mündlich erklärt werden soll. Es empfiehlt sich, das Beispiel zuerst selber je nach gewürfelter Zahl darzustellen und das Ziel der Aufgabenstellung zu erklären. Bilden Sie 2 Großgruppen und fordern Sie die Studierenden auf, sich in Kleingruppen mit je 3 bis 6 Personen zusammenzufinden. Jede Kleingruppe notiert nun einen Fachbegriff, der im Spiel verbal, pantomimisch oder grafisch dargestellt werden soll. Lassen Sie die Zettel einsammeln und an der Tafel eine Tabelle für den Punktestand notieren. In der Spielphase bitten Sie eine Kleingruppe aus der Gruppe A, einen Zettel aus dem Stapel mit den Fachbegriffen zu wählen, den Begriff laut vorzulesen und die Darstellungsart durch Würfeln zu ermitteln. Wird innerhalb einer Minute der richtige Begriff von der Gruppe A genannt, erhält die Gruppe einen Punkt. Ist die Antwort falsch, darf die Gruppe B den Fachbegriff nennen. Führen Sie mindestens 2 Spielrunden pro Gruppe durch und beenden Sie die Darstellung jeweils nach einer Minute mit der Klingel. Lassen Sie den Punktestand von den Studierenden in der Tabelle an der Tafel notieren. Teilen Sie bei Interesse an Feedback in der Nachspielphase den Kurzfragebogen aus dem Leitfaden an die Studierenden aus. Leiten Sie nahtlos zur Vorlesung über, indem Sie zum Beispiel eine Aufgabe aus dem Hörsaalspiel aufgreifen und als Diskussionsanlass für die Fortsetzung der Vorlesung verwenden. Notieren Sie möglichst gleich nach der Vorlesung Ihre Wahrnehmung während des Spiels und was Ihnen am Spiel oder an der Situation im Hörsaal gut bzw. gar nicht gefallen hat. Lassen Sie bei Interesse den Kurzfragebogen auswerten und sprechen Sie über die Ergebnisse, zum Beispiel mit mir. Nehmen Sie nötige Änderungen vor und sichern Sie die Zettel der Studierenden mit digitalen Medien zur Fortsetzung des Spiels in einer der nächsten Vorlesungen. Überlegen Sie, ob Sie auch ein anderes Spiel einsetzen wollen und welche vorbereitenden Aufgaben Sie dafür an die Studierenden übertragen können. Bei Interesse fordern Sie einfach den ausführlichen Leitfaden an. Auf diesen Wegen können Sie auch Termine für Workshops zum Thema Hörsaalspiele mit mir vereinbaren. Ich wünsche Ihnen und Ihren Studierenden viel Spaß mit Spielen in der Vorlesung.